Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part, ja, ich hab's verstanden, Chefchen. Im letzten Part haben wir leider einen treuen Gefährten verloren. Wild. Ich weiß nicht, was dort passiert ist. Das sah für mich mehr wie... ja, Selbstmord aus vom Pferd. Weil... anders kann ich mir das halt auch nicht erklären. Einfach so von der Klippe gefallen. Auf jeden Fall, ja. Und wir haben auch noch im letzten Part Akala erreicht. Haben hier oben einen Schrein gemacht, eine Höhle erledigt. Hier soll irgendwo noch die grimmige Gottheitrüstung sein. Habe sie noch nichts gefunden. Werde ich, denke ich, mal offcam nochmal genauer vorbeischauen. Auf jeden Fall. Oh ja, stimmt. Und wir haben von einem Orakel gehört. Und dort unten sehe ich schon den ersten Krog. Also nicht den ersten Krog, aber... Einen Krog. Ich sehe schon einen Krog. Hier drüben gab es nichts. Nee. Du hast nur von der unbekannten Tierart gesprochen. Auf jeden Fall, den Schrein machen wir gleich. Ich will... oh. Goldenes Herz. Die hat eine Quest. Mit ihr spreche ich gleich. Das goldene Herz geht vor. Was? Ah! Der Wahnsinn! Und du hast das mit deinem Schlag geschafft? Die Idee hätte mir mal kommen müssen. Was Schweres an der Waffe anbringen. Und dann mit ordentlich Schwung. Kein Wunder, dass sich da nichts getan hat. Egal wie oft ich mit meinem Schwert zugeschlagen habe. Ich glaube, dieser Erzbrocken stammt vom Todesberg. Ich wollte die ganzen Edelsteine für mich alleine haben. Aber da du den Erzbrocken zerbrochen hast, sollen sie dir gehören. Ja, den Bernstein kannst du mitnehmen, ich will nur den Rhodonit. Außerdem hat es mich gefreut, einen so perfekten Schlag zu sehen. Ich muss bei meiner Waffe auch kreativ werden. Haben wir jetzt ungewollt eine Quest gelöst? LOL! Okay, geil. Epona, ich komme gleich, ich muss nur schnell zum Hühner-Orakel. Pain-Quest und so. Aber spricht das Huhn jetzt allen Ernstes? Und was passiert, wenn ich es schlage? Da sehen wir was. Da. Also irgendwie bist du von deinem Podest... Das kann ja auch angreifen! Au. Mann, ey. Okay. Dann wollen wir mal mit dir sprechen. Ob ich fragen sollte? Nein, lieber doch nicht, hm? Oh, du bist auch hier, damit das eisotirische Hühnerorakel dir die Zukunft vorhersagt. Es hat nämlich immer recht, das sagen hier alle. Wenn du magst, geh ruhig hin. Ich habe so viele Sachen, die ich fragen möchte, also brauche ich noch etwas, um meine Gedanken zu ordnen. Du kannst gerne vor mir anfangen. Bock, bock, bock! Es spricht halt wirklich. Okay, wie geil. Dein Name, ich kenne ihn, Link. Und dein Begehren ist es, Prinzessin Zelda zu finden. Yo, ey, woher weißt du das? Nichts bleibt vor mir verborgen. Um zu erlangen, was du so sehnlichst wünschst, musst du eine Reihe von Prüfungen bestehen. Nun denn, wirst du dich ihnen stellen? Ich versuche es. Bock, bock! So soll es sein. Hör nun die erste Prüfung. Begib dich innerhalb der vorgegebenen Zeit zum höchsten Punkt des Stalles. Geh, renne, fliege, tu was immer nötig ist. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Bock, bock! Sorry. Das muss sein. So, let's go. Okay, beim Zeitlupenbonus vergeht auch die Zeit langsamer. Dann habe ich schon einen Plan. Wir brauchen jetzt nämlich ein Holzbündel.
in der Luft und jetzt noch eine Ölflasche oder einen Tannenzapfen. Kommt drauf an, was früher kommt. So. Jetzt ersparen wir uns einiges an Kletterei. Und müssen hier nur noch Deckensprung machen. Okay, geht nicht. Aus mysteriösen Gründen. Ach, Bro. Dann machen wir es eben so. Aber das mit dem Feuer war halt stylisch, oder? Papa, du hast es geschafft. Ah, stimmt, mein Hyrule Historias ist gestern angekommen. Yippie. Beeindruckend. Doch es überrascht mich nicht, denn ich bin allwissend. Wisse, dass dies nicht die letzte Prüfung war. Meistere auch die nächste und du solltest bekommen, wonach dein Herz verlangt. Also dann wirst du dich der Prüfung stellen. Ich versuche es. Pock, pock. So soll es sein. Hör nun die zweite Prüfung. Bringe innerhalb der vorgegebenen Zeit 3 Baumstämme hierher. Hier gibt es viele Bäume. Ein jeder von ihnen eignet sich für diese Prüfung. Wie du siehst, hierher befördern überlasse ich dir, wo lang du scheinst bereit zu sein. Okay, let's go. Ich habe mir noch keinen Plan zurechtgelegt. Aber ich denke mal, ich weiß im Groben, wie ich es mache. Mit einer Rakete befördere ich sie dort hoch. Ich denke, ich sollte mal mein Masterschwert mit etwas Starkem fusen. Ja, nicht das Masterschwert, komm, dann verwenden wir das. 3 Baumstämme, sagte er. So. So. Und wobei, eine Rakete ist mir da schon eher zu gefährlich. Dann mache ich es lieber so. Okay, wir haben noch Zeit. Come on, heb ab. Ich schwöre euch, wir werden das nicht schaffen. Weil ich es zu kompliziert mache. Hey, da hast du deine Baumstämme. Komm, Zeit und kehr. Bock, bock, du hast es geschafft. Also, das war richtig knapp. Aber ich glaube, nur ich hab's so gelöst, oder? Bock, bock, du musst nun wirklich erschöpft sein. Was für ein Naivling, kaum zu glauben, dass man dich so einfach reinlegen kann. Hast du echt geglaubt, dass es sprechende Hühner gibt? Ja, oh, ein Jäger. Nun, da du erschöpft bist, ist unsere Stunde gekommen. Alle Mann, los! Dies wird dein Ende sein! Also, irgendwie ging das zu schnell. Diesmal lassen wir dich noch davonkommen. Aber nächstes Mal gibt es keine Pardon. Darauf kannst du dich gefasst machen. Oh Mann, und ich dachte halt wirklich, es gibt sprechende Hühner. Hallo, Kollege. Ich hatte gerade an dieses Hühnerorakel gedacht, als plötzlich Leute aus Richtung des großen Baumes gerannt kamen. Was ist denn da passiert? Das war also so. Ich wusste doch, dass es so etwas wie ein sprechendes Huhn nicht gibt. Aber ein Hinterhalt der Jäger?
Sie haben Informationen über Prinzessin Zelda genutzt, um uns in die Falle zu locken. Da sträubt sich mir das Gefieder. Aber nachdem sich die Gerüchte so hartnäckig hielten, haben wohl auch viele Leute an das Orakel geglaubt. Ich werde einen Artikel über die ganze Sache schreiben, damit alle wissen, dass es gar kein Orakel gibt. So, Kollege, wir sind nun 5 Gerüchte um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Beim Kleeblatt-Kurier bist du das Gesprächsthema Nummer 1. Also hier ein kleines Nistkästchen. Die Verkaufszahlen unseres Zeitungsartikels haben sich dank unserer Artikel übrigens stark erhöht. Kletis hat mir deshalb aufgetragen, deinen Lohn zu erhöhen. Hier für dich ein kleines Nistkästchen. 100 Rubine, okay. Dir ist es gelungen, einen Jäger-Intrige aufzudecken und der Bande einen Strich durch die Rechnung zu machen. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet, Kollege. Ich mache mich jetzt besser auf den Weg zurück zum Kleeblatt-Kurier und schreibe einen Artikel darüber. Bis später, Kollege. Abflug! Das Hühnerorakel. Hätten wir jetzt auch geschafft, Ich bin jetzt wegen dem Hühnerorakel ein wenig sad. Aber nun ja, was soll's. Stimmt, den Schrein müssten wir noch machen. So, und wo willst du eigentlich hin? Frage ich mich. Werden wir alles gleich erfahren. Und wir sollten so schnell es geht zum Akala-Institut. Und ich habe vergessen, den Gleiter zu färben. Geil. Muss ich dann nach diesem Part hier machen. Ey, wir haben schon 6 Segenslichter. Das wird unser 7. Ein Überlebensschrein. Hatten wir, glaube ich, schon ein Weilchen nicht mehr. Gejagt. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Aber okay. Dann mache ich so. Bam, bam. So, der Weg ist uns nun offen. Also, ich werde jetzt nicht... Also, werde ich jetzt gejagt oder werden die gejagt? Das verstehe ich nicht. Aber ich glaube, ich bin einfach nur zu dumm. Ach komm, wisst ihr was? Wir stürmen jetzt einfach dort rein. Aber doch nicht mit einem Zweihänder. Boah, aushalten sollten wir einiges. Boah, wie halt die ganze Armee hinter uns her ist. Das wird mir jetzt doch ein wenig zu viel. Ich muss die mir irgendwie vom Leib halten. Flammenwerfer brauche ich nicht. Oh, Stachelkugel. Was haben wir da drüben? Elektro. Bogenschützen sind extremst ätzend. Darum weg mit dir. Oi, mit dem nächsten Treffer bin ich tot, Mann. Was? Ich glaube, ich bin einfach viel zu offensiv reingegangen. Gejagt, also der Schrein hält, was er verspricht. Aber ich habe halt auch nichts anderes von Akala erwartet. Wie lange hatten wir jetzt keinen Game Over mehr? Das belastet jetzt schon ein wenig. So, aber okay. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich an die Sache rangehen sollte.
Holzpfeiler. So. Bam. Und bam. Okay, Absprung. In dein hässliches Gesicht. Headshot, Headshot, Headshot. Wenn ich doch nur wüsste, wie viele Leben die haben. Es werden mir wieder zu viele. Ja, eindeutig. Ich muss den Bogenschützen oben ausschalten. Ohne ihn vergiss es. So. Wie viel gibt das? 8 Stück. Nee. Also 8 Bonus. Okay. Ausweichkonter und jetzt. Zerstör ihn, Link. Boah, halber Endboss. Okay, den konnte ich ausweichen. Bei dem konnte ich ausweichen. Das ist gut. Okay, Ausweichkonter bei solch einer großen Menge, vergiss es. Dort ist einer draufgegangen. Wo 3 Herzen nur. Und der eine hat eine insane Range. Erstmal an ein Foto denken. Okay. Hier liegt noch Stuff. Oh, eine Lanze sogar. Ah! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, weil ich mich zuletzt so krass erschrocken habe. Boah, ey. Okay, alle guten Dinge sind 3. Das regt jetzt aber schon ein klein wenig auf. Nur so ein klein wenig. Ich finde es ein klein wenig übertrieben. Also ich finde es gut, dass es halt mega schwer ist. Oder stelle ich mich einfach bescheuert an? Aber, ja. Sneak Strike geht halt auch schwer bei solch einer Menge von Gegnern. Eigentlich wollte ich Beta-Konstrukt-Ding. So, jetzt brauche ich die Kanone. Die ist hier nicht ohne Grund. Au. Aber ey, einen Schlag kann ich wegstecken. So. So geht das, Mann. Okay. Jetzt wieder auf Entfernung gehen. Falschen. Ich habe den Falschen erwischt. Der Typ lebt halt einfach immer noch. Also wirklich, mein Respekt. Au. Das kriegst du gleich doppelt zurück. Und der ist auch gleich tot. Immer wenn das Auge anfängt zu leuchten, ausweichen. So, der ist auch Geschichte.
Ah, ich muss wieder mehr auf Abstand gehen. Sonst jage ich mich noch selbst in die Luft und das ist nicht der Sinn von dieser Aktion. So, ey, die Bombe regelt. Die Kanone, meine ich. Au. Ey, das wär's jetzt, dass ich mich selbst umbringe. Ey, aber er hat keine Waffe. Let's go, endlich. Boah, was ein geiler Schrein. 2 Game Over. Weil ich aber halt auch nicht mit dem Schaden rechne, den die verteilen. Ey, aber ich sag's euch, die Kanone, direkt zur Kanone zu gehen, war die beste Entscheidung. Hier hätten wir noch einen Laser gehabt. Der macht uns selbst nur ein Viertelherz Schaden. Na gut, wir haben halt auch eine richtig krasse Rüstung. Was haben wir hier drin? Delta Elite Lanze, Weitwurf. Dafür kannst du über Bord gehen. Ist halt eine Lanze mit enormer Stärke. Boah, aber der Schrein hat ordentlich gesessen. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir den letzten Game Over Screen hatten. Aber ja, der erste Game Over war ganz klar mir zu verschulden. Ich bin sehr leichtsinnig an die Sache rangegangen. Ich dachte mir, ey, die können mir nichts, die sind extrem schwach. Sind sie eben nicht, die sind verdammt stark. Zumindest können die verdammt stark sein. So. Was habe ich heute gesagt? Wir gehen nach Taburasa? Ja, vergiss es. Schaffen wir safe nicht mehr. So, Epona, du kannst gerne mal kommen. Und ich lasse dich jetzt mit mehreren Raketen nach unten. Na, war jetzt dumm, noch eine gezündet zu haben, oder? Komm mir hinterher, Epona. Ich bin hinter dem einen Krog hier. Ja, ich glaube, das ist die beste Methode, den Krog zu transportieren. Bruder, hey. Ja, du bist ja gleich bei deinem Freund. Den Rest trage ich dich. Boah, ich finde diesen Waldabschnitt mega, mega schön. Auch schon in BOTW fand ich den mega, mega schön. So. Gib mir deine 2 Samen. Und ich bin zufrieden. Boah, imagine, ich hätte jetzt Epona damit abgeschossen. Ich sag's euch, hier gibt's safe den einen oder anderen Krog. Wir warten, bis Epona kommt. Ich höre auch irgendwo Gegnergeräusche. Own Bear. Ach, meine Güte. Ich hab nichts an der Waffe dran. So, du hast Stress gesucht, du hast Stress bekommen, jetzt flenn nicht. Lol, das ist neu, dass der Ausdauer Honig droppt. Okay. Wo könnte ein Krog sein? Okay, hier. In dieser Richtung, das heißt, in etwa auf dem Baum. Ja. Hab ich dich.
Jetzt fehlt nur noch ein, also einer. Jetzt fehlt ein Silberbockblin. Komm. Komm, eins gegen eins. Habe ich noch diese eine overpowerte Lanze? Nein. Doch. Jetzt seht ihr mal, wie effektiv die ist. Komplett aus dem Leben geradet. Aus dem Leben genommen. Habe ich ein Foto von dir? Habe ich. Was droppst du? Ganz normales Wild. Fürs Kochen ist es halt schon geil zu wissen, welches Tier was droppt. Vor allem, wenn du dir halt nicht ständig Maxi Herzen reinhauen willst, wenn du nur so 4 Herzen Schaden hast. Jetzt würde ich wieder auf Defensive gehen. Der Turm ist dort oben, oder? Ja, dort kommen wir nicht mit dem Pferd hin. Beziehungsweise hätten wir schon können, aber, oder? Komm, also probieren will ich's. Ja, okay, geht. Sah mir ein wenig bergiger aus. So, die muss ich noch erledigen, weil die werden Stress machen. Eigentlich bin ich zur Seite ausgewichen, aber naja. Boah, Junobo hat den echt weit geschleudert da. Also ich frage mich manchmal, warum der Ausdauer-Move nicht klappt. Och man, Junobo ist doch jetzt gut. So. Jetzt könnt ihr mal schauen, wie viel Schaden das macht. Ey, ich sage euch, Lanzen sind overpowered in diesem Spiel. Wenn du halt etwas richtig, richtig Starkes dran fusionierst und dann noch eine Lanze hast, die beim Ausweichkonter oder irgendeinen anderen Boost gibt, der richtig stark ist, zum Beispiel Sora-Lanzen geben, soweit ich weiß, bei Nässe ein Boost. Was für ein Ärger. Ja, ich spreche gleich mit dir, ich muss jetzt diesen einen Kakuda erledigen, wegen dem Auge. Was hatte er dort mit? Hä? Bro, ist das nicht das, was in den Turm gehört? Also, ey, wir lösen heute eine Quest nach der anderen komplett zufällig. Ey, das hatte ich halt auch noch nie. Du hast es geschafft. Du hast die Vorrichtung aus dem Kartografieturm zurückgebracht. Ich mache mich sofort an die Reparatur des Kartografieturms. Also. Da klopfen, hier festziehen. Ich hab's extra fest dran gedübelt. Jetzt kriegt's nicht mal ein Monster mehr ab. Ohne dich hätte ich den Turm nicht reparieren können. Du hast meinen aufrichtigen Dank. Ich glaube, es gibt keine Turmquests. Also das, was ich gerade Quest genannt habe, ist halt einfach das, was du machen musst, um in den Turm reinzukommen. Das ist gar keine Quest. So, dort im Hintergrund ist Eldra und jetzt haben wir den Turm von Akala auch noch. Bam, bam, bam. Da, 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 da. Oh, hier drüben haben wir direkt den Archipel. Boah, ich freue mich schon, die Map zu sehen. Und da drüben ist der Totenkopfsee. Totenkopfteich heißt der eigentlich. Ah, Mann, ich liebe diese Animation. Die ist so richtig episch gemacht. Ich finde sie sogar besser als die von den Shika-Türmern. Obwohl die halt auch schon richtig, richtig geil war. In BOTW. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Ah ja, stimmt, hier ist auch das eine Irrschloss. Das letzte, das uns fehlt. Und das da rechts sieht speziell aus. Ah ja, stimmt. Und
Ich denke mal nachher, Kala, bevor wir alles nachholen gehen, will ich noch alle Dingsstatuen besuchen gehen. So. Der Eldra-Kessel ist dort drüben. Dort war ja der eine Dungeon aus Skyward Sword. Zumindest sieht es halt für mich aus. Dort drüben haben wir Taburasa und ich sehe schon den einen Schrein. By the way, dort drüben hin werden wir früher oder später halt auch hingehen. Aber ich denke mal, unsere größte Priorität wird jetzt erstmal sein, auf geht's nach Taburasa. Von hier aus sollten wir recht nach Taburasa aufbrechen. Dort drüben haben wir auch noch einen. Aber ist ja klar, dort ist ja auch ein Stall. Bro, ich dachte, wir fallen hier rein. Zum Glück hatte ich noch eine Fee. Lol. Epona, komm mal. Okay, dort unten haben wir ein Monsterlager. Kann es sein, dass wir nie so ein Monsterlager besiegt haben, das so drei Teile hat? So drei Köpfe? Kann schon gut sein, oder? Aber meiner Meinung nach gibt es dort halt auch nichts Spezielles. Also meiner Meinung nach. Meinen Infos. Oh, hallo. Wir bleiben mal auf dem Weg. Zu viel zum Thema, wir bleiben mal auf dem Weg. Es passieren immer die unerwartetsten Sachen. Und ich finde es immer mega witzige, die Kommentare von den Crocs. Die sagen hier zum Beispiel Hüa, Hüa und so. Finde ich echt cool. So, habe ich hier ein Auto. Automatik. Habe ich ein richtig krasses Auto abgespeichert? Ja, du hier. Ach so, ja. Dich, 15 Sonanium. Ich habe nicht mal 15 Sonanium. Wie traurig ist das? Okay. Also irgendwie sah das gerade mega witzig aus. Alle Mann einsteigen, wir fahren los. Und kippern. Genau aus diesem... Moment, da war Riju gerade auf dem Boden und komm zurück, Mann. Ja, ich weiß, wo du hin willst. Ich will doch nur steuern, Mann. Steuern. So. Und wir haben den ekligsten Linkstrahl, den es gibt. Okay, dort unten ist der Krog schon. Und dann muss ich den ganzen weiten Weg zurück zum einen Schrein. Aber nun ja, das mache ich dann auf Cam. Taburasa können wir in diesem Part vergessen, aber wir haben einiges erledigt. Also lasst doch gerne ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut und ciao.